Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie heute aus dem schönen Bonn, unserer ehemaligen Bundeshauptstadt, und ich bin zu Besuch bei Dr. Tobias Weigel, seines Zeichens Schmerzforscher und gleichzeitig aber auch leidenschaftlicher Leistungssportler, kann man sagen. Er hat einen wunderbaren Videokanal, einen wunderbaren YouTube-Kanal, in dem er sich genau mit diesen Problemen beschäftigt, nämlich mit chronischen Schmerzen, wie man sie am besten in den Griff bekommt. Wenn Sie in dieser Richtung Probleme haben oder jemanden kennen, der sich vielleicht mit chronischen Schmerzen rumschlägt, schauen Sie mal rein. Und er hatte sich gleichzeitig auf unserem oder auf meinem YouTube-Kanal unser Fruchtporridge-Frühstück-Video angesehen und fand das auch sehr gut, hat aber so ein bisschen eigene Vorstellung, weil natürlich so ein Ausdauerleistungssportler, der braucht natürlich ein ganz besonderes, auch ein bisschen energiereicheres Frühstück vielleicht. Und da bin ich sehr gespannt, was wir da heute zusammen zubereiten werden. Tobias, erzähl mal, wie viel Sport machst du jeden Tag? Ja, ich mache Triathlon, das sind 3 Disziplinen, ja. Und dann mache ich meist so 1 oder 2 Einheiten am Tag, 3 bis 4 Stunden, am Wochenende meist ein bisschen länger. Okay, da wird schon ordentlich was an Kalorien verbrannt, deswegen bin ich mal gespannt, was jetzt hier auf uns zukommt. Hör auf dein Herz. Also als erstes habe ich immer verschiedene Früchte da. Das soll mir erstmal Kraft geben für den Tag. Ich mache das so, dass ich das meistens abends vorbereite, ja, damit ich das dann am Morgen essen kann. Mhm. Und für mich als Standard gehört immer eine Banane dazu. Ja. Genauso aber auch wie eine Birne oder Apfel. Mhm. Standard in jedem Frühstück ist für mich eine Kiwi, auch aufgrund des Vitamin Cs. Kaki gelegentlich. Ich mache immer alles in einen Mixer rein. Ja. Und ganz am Ende mixe ich das. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht so gut aussehen wie dein Frühstück. Also Stichwort Beeren. Beeren sind auch extrem herzfreundlich und herzgesund, was ich empfehle, weil man hat ja nicht immer wirklich frische Beeren zu Hause, dann werden die auch öfter mal schnell matschig, dass man immer so eine schöne Beerenmischung, gibt es im Supermarkt tiefgefroren, sind besser als ihr Ruf, dass man die immer wirklich im Tiefkühlfach hat, weil dann kann man sich immer so eine Grundierung an Beeren in seinem Fruchtmüsli schon mal in die Schale tun, und dann mache ich ja dann mein heißes Fruchtporridge rüber, aber das machen wir heute ein bisschen anders. Aber so ein Backup zu haben im Gefrierschrank, das bewährt sich wirklich. Meist nehme ich von der Kaki dann doch nicht so viel, sondern nur die Hälfte, weil die doch relativ viel Fruchtzucker hat. Absolut. Also und, so viel Fruchtzucker kann dann ja auch irgendwann zum Problem werden, wenn man es nicht wie der Tobias jeden Tag verbrennt durch 1,5 Stunden Sport. Und für mich dann immer ganz wichtig auch, dass ich noch Gemüse mit dazu mache. Ja. Und da mache ich mindestens 2 Sorten, Brokkoli, Wirsing oder Grünkohl am liebsten und rote Beete. Vor allem das Wichtige an dem Gemüse ist ja, dass sie viel Mineralstoffe haben. Absolut, viel Spurenelemente. Das heißt, das Obst hat natürlich viel Vitamin C, aber auch viel Fruchtzucker und gerade Gemüse. Meines Erachtens wird Gemüse immer unterschätzt. Gemüse sollte die Basis sein, auf jeden Fall. Ja. Also die ganzen sekundären Pflanzenstoffe, und das Wichtige ist eben, man kann sich ja noch so viel Vitamintabletten und so weiter kaufen. Das Entsprechende ist ja, oder das Wichtigste ist, dass diese sekundären Pflanzenstoffe, die Mineralstoffe und Vitamine eben im natürlichen Verbund miteinander wirken können. Denn sie beeinflussen sich ja gegenseitig, und wenn ich jetzt ein Vitamin hochkonzentriert in eine Tablette tue, dann kann das teilweise sogar schädliche Wirkung haben. Genau. Deswegen ist eben doch das Natürliche vorzuziehen. Und dann immer, also entweder nehme ich ein Wirsingblatt, Grünkohl oder Spinat. Mische ich meistens durch, wenn ich einkaufe. Und Grünkohl ist schon im Prinzip das beste Gemüse. Das ist jetzt ein Wirsingblatt. Ja. Aber Grünkohl hat einfach extrem viel Vitamine. Das ist im Prinzip das Beste, was man haben kann. Und wenn man ein Blatt hier mit reinmacht, schmeckt es auch nicht komisch. Cool, das sieht ja schon mal sehr interessant aus. Und ich möchte mal betonen, es wird jetzt ja kein Smoothie, sondern es soll ein Frühstück werden. Also genau. Ich nenne das Smoothly. Einmal für Müsli und einmal das S für Smoothie. Ja. Genau, dann mache ich immer für mich so ein bisschen Joghurt rein. Da sitzt hier griechischer Joghurt, fettarm. Und jetzt kommen im Prinzip, und da mische ich durch. Manchmal nehme ich Cashewkerne, Walnüsse, Mandeln, also auf jeden Fall Nüsse immer. Ja. Also das ist nochmal ein ganz wichtiges Stichwort. Nüsse sind ja wirklich die Lieblingsbestandteile des Kardiologen. Es gibt ganz viele Studien, zeigen, dass man durch Nüsse wirklich sehr viel Lebenszeit dazu gewinnen kann. Mit vielen Studien, die wirklich zu einer schon guten Ernährung gezeigt haben, dass Nüsse und Top da nochmal echt einen Unterschied machen. Das liegt daran, dass Nüsse ganz viele wertvolle Inhaltsstoffe haben, einen Cocktail an Antioxidantien, also auch da wieder die verschiedenen Vitamine, die vor allen Dingen dann in Zusammenschau miteinander besonders ihre Wirkung entfalten können. Gesundes Pflanzenprotein, sehr fettreich allerdings auch, aber eben gutes Fett mit einem guten Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis, also viele ungesättigte Fettsäuren in einer günstigen Kombination.
Ja, meine wichtigste Zutat für mich, meine Lieblingszutat, das ist immer Haferkleie, ja. Weil Haferkleie, finde ich, 3-4 Vorteile hat. Erstens ist es aufgrund der Inhaltsstoffe, dass es den Cholesterinspiegel senkt, damit auch. Genau, es sind die Beta-Glucane, die das Cholesterin binden können und dann wird es noch weniger gut resorbiert. Genau. Also dann hat es den Vorteil, was du die ganze Zeit gesagt hast, was jetzt so ein bisschen der Nachteil ist, sehr viele Fruchtzucker. Ja. Haferkleie verhindert auch das oder reduziert die Aufnahme des Zuckers. Mhm. Das heißt sozusagen, ich verhindere so ein bisschen, dass ich diesen ganzen Fruchtzucker mit aufnehme. Ja. Dann, und damit hält es auch den Blutzuckerspiegel konstant, was sehr wichtig ist, weil wenn ich mir den Cocktail reinhaue, geht der Blutzuckerspiegel erstmal hoch. Die Haferkleie verhindert das. Daher ist es auch gut. Aber vielleicht nochmal wirklich klarzustellen, dass natürlich Fruchtzucker per sie jetzt nicht schlecht ist, wird ja oftmals so ein bisschen verteufelt, wenn sie jetzt einen Apfel essen, ist das Beste, was sie machen können. Klar. Denn der Fruchtzucker im Apfel ist ja umringt, sag ich mal, von großen Mengen Flüssigkeit und ganz vielen Ballaststoffen, die uns dann ja irgendwann auch sagen, okay, jetzt haben wir genug. Das Problem ist ja eher, wenn man beispielsweise einen Entsafter hat, wo wirklich die ganzen Ballaststoffe rausgezogen werden, nachher dann nur der Saft übrig bleibt, da können sie ja theoretisch dann 20 Äpfel reintun und das dann mit Leichtigkeit als Saft trinken und das kann natürlich dann irgendwann schon mal ein bisschen zu viel Fruchtzucker werden, wenn eben die Ballaststoffe dann als Sättigungsbremse nicht dabei sind. Genau, und das Letzte dann immer Haferflocken, da natürlich Dinkelflocken oder zumindest Vollkornflocken. Genau. Nicht die einfachen. Ja, aber das ist gar nicht, also bei den meisten steht eigentlich drauf, dass die auch Vollkorn sind. Ne? Das ist ja extrem wichtig. Ja. Und jetzt werde ich das Ganze mixen, klein machen und dann schauen wir uns das einmal an. Bin gespannt. So, Stefan, damit du noch was zum Beißen hast, mache ich dann bei meiner Freundin auch ab und zu noch was Festes mit rein. Ja, das ist optisch schön und ich finde es auch gut, wenn man ein bisschen was spüren kann im Mund. So. Genau. Okay, und dann probieren wir jetzt mal. Bin gespannt. Und was Respekt, jetzt Herr Kollege, Respekt. Ja. Sehr gut. Also schmeckt wirklich gut, besser als es so von diesem Einerlei erstmal so aussieht, aber es schmeckt wirklich gut. Und das hat jetzt alles drin, was man braucht, ist gesund, Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine. Und es hält Vitamine. Auch vor, würde jetzt mal erstmal definitiv, definitiv. Wenn du das leer isst, merkst du zum Schluss, und das hält mehrere Stunden an, das ist ja auch, ne, dass man nicht nach 2 Stunden wieder Hunger bekommt. Und es sind die guten Nüsse drin, es sind Ballaststoffe drin. In dem Fall vielleicht ist das Einzige, was jetzt so ein bisschen bei mir noch ein bisschen anders machen würde, weil ich glaube ich nicht ganz so viel Kalorien verbrenne, würde ich vielleicht den Fruchtgehalt ein bisschen runter und noch ein bisschen mehr Gemüse reinmachen. Also ich mache oft immer noch Gurken dazu, ich mache Tomaten mit rein. Aber das ist ja das Schöne, finde ich, dass auch bei meinem Frühstück, dass man jeden Tag sich neu überraschen kann. Es wird nie langweilig, genau. Man kann ja die einzelnen Komponenten nach Herzenslust im wahrsten Sinne des Wortes variieren. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, gerne machen Sie den Daumen hoch, gerne kommentieren Sie das Video auch und ansonsten schauen Sie sich weitere Videos von uns an und bleiben Sie uns treu.